Vielleicht frage ich erst Frau Lindner, wie überrascht waren Sie von diesem politischen Knall, Frau Lindner, der Rückzug von Herrn Meuthen von der AfD-Spitze und dann auch komplett Austritt aus der Partei vor wenigen Tagen? Ich glaube, man muss es zweiteilen. Von der Tatsache an sich war ich eigentlich nicht überrascht. Vom Zeitpunkt war ich überrascht, weil es vorher akut wenig Hinweise darauf gegeben hatte. Und das ist auch das, worüber ich mir die ganze Zeit jetzt auch Gedanken gemacht habe. Mhm. Was ist eigentlich passiert? Es sind 109 Tage gewesen zwischen dem 11. Oktober, wo Herr Meuthen gesagt hat, er tritt nicht noch mal an, er kandidiert nicht noch mal als Co-Parteisprecher. Das war insofern erwartet worden, als dass Herr Meuthen sich das im Wahlkampf offen gehalten hatte. Ich vermute, um das nicht in den Wahlkampf reinzutragen. Dann quasi 2 Wochen abgewartet nach der Bundestagswahl, dann die Mitteilung so, ich trete nicht mehr an. 109 Tage, dann kommt der 28. Januar. Und dann fragt man sich ja tatsächlich schon, wie ist dieser Tag abgelaufen? Ist Herr Meuthen dann morgens aufgewacht, hat festgestellt, oh, ich bin Co-Vorsitzender einer in Teilen rechtsradikalen Partei. Nee, das möchte ich nicht mehr sein. Ich rufe die ARD-Kollegen an und dann 14 Uhr war eigentlich Bundesvorstandssitzung der AfD. Mhm. Dann können die sich da mal drüber Gedanken machen, meine ehemaligen Weggefährten. Mittlerweile glaube ich eigentlich, dass ein Thema eine gewichtige Rolle dabei spielt. Das ist ein Schreiben vom 3. Januar. Kommt von einer Kanzlei, die im Auftrage des Bundesamtes für Verfassungsschutz arbeitet, gerichtet an das Verwaltungsgericht in Köln, was am 8. 9. März verhandelt, ob die AfD als Gesamtpartei zum Verdachtsfall hochgestuft wird oder nicht, ob darüber auch öffentlich gesprochen werden kann. Und mein Eindruck war eigentlich, dass mit diesem Schreiben, was noch mal zusätzliche Belege für diese Hochstufung geliefert hat, dann Herrn Meuthen auch klar war, diese Beobachtung lässt sich nicht mehr abwenden. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, weil was man jetzt beobachten kann, auch zum Beispiel mit dem Auftritt hier in dieser Sendung oder auch mit Interviews ARD, ZDF, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei den Kollegen von The Pioneer, also es ist ja eine ganze Latte, die man da mittlerweile bewundern kann, dass Herr Meuthen sehr hart an einem Reputationsmanagement arbeitet. Also das heißt, dass er sehr darauf bedacht ist, jetzt quasi von diesem sinkenden Tanker, von diesem sinkenden Schiff, was er 6,5 Jahre lang mitgeleitet hat, sich zu verabschieden und dann möglichst unbefleckt möglicherweise in eine entweder weitere politische Karriere, vielleicht auch eine weitere akademische Karriere an der Hochschule in Kiel dann starten zu können. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass die Hochschule in Kiel sicherlich nicht sehr begeistert darüber ist, wenn da jemand kommt, der dann als Parteivorsitzender einer Partei angehört hat, die tatsächlich dann auch als Verdachtsfall beim Verfassungsschutz geführt wird. Das, also so sehe ich diese Manöver im Moment. Ist das der Zusammenhang, um den es da geht? Das ist eine ganz glückliche Fügung, dass ich hier bin und das aufklären kann. Frau Lindner, Sie irren. Es hat mit dem Schreiben vom 3. Januar nichts zu tun und mit der VS-Beobachtung nichts zu tun. Es hat auch nichts mit ganz aktuellen Geschehnissen aus dieser Woche zu tun, sondern ich kann das hier aufklären. Meine Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, die ist langfristig gereift. Das war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess, an dem ich manche schlaflose Nacht oder in dem ich manche schlaflose Nacht verbracht habe. Mhm. Um für mich festzustellen, es geht nicht mehr. Und die Entscheidung ist knapp 2 Wochen vorher gefallen, dass ich das an diesem Tag gemacht habe. Habe ich gemacht, weil ich an dem Tag sowieso in Berlin war und weil klar ist, das wird ein sehr hohes Medieninteresse geben. Da kann ich nicht da in meinem Dorf in Süddeutschland sitzen. Da muss ich schon an dem Tag in Berlin zugegen sein. Darum habe ich diesen Tag mir ausgesucht und hab das so gemacht. Die Geschichte ist die, eigentlich muss ich mir 2 Fragen beantworten. Die eine Frage, gebe ich diesem Projekt Alternative für Deutschland als Alternative noch eine Zukunft? Und die zweite Frage ist gewesen, kann ich den Weg, den diese Partei nimmt, mitgehen? Und ich habe mir in einem langen Prozess beide Fragen schließlich final mit Nein beantwortet. Und wenn man an dem Punkt angelangt ist,
dann gibt es gar nichts anderes. Ich habe diesen, so ein bisschen aus der Distanz und auch Begegnungen hier, diesen Prozess, den hat man so ein bisschen erahnen können. Nichtsdestotrotz, direkt gefragt, warum sind Sie nicht nur so lange drin geblieben, sondern haben diese Partei und das, wofür diese Partei mittlerweile steht, ja auch immer wieder verteidigt. Wir können mal kurz reinhören. Am 17. März des vergangenen Jahres, das ist noch kein Jahr her, da saßen Sie hier, glaube ich, mit Cem Özdemir, den Sie auch bestens kennen. Und der warf Ihnen sinngemäß sowas vor, wie, dass Sie der parlamentarische Arm von Rassismus und so weiter seien. Und sagte, schauen Sie sich mal an, was der Zentralrat der Juden über Sie sagt und so weiter. Und Ihre Replik darauf, es war sehr interessant und haben uns jetzt extra noch mal rausgezogen, war folgende. AfD ist eine bürgerlich-konservativ-freiheitliche Partei. Und wenn sie dahin abdriftet, wohin Herr Özdemir sagt, dass wir es längst seien, was ich vehement zurückweise, dann ginge es nicht mehr. Dann verdiente diese Partei auch nicht, gewählt zu werden. Aber da sind wir nicht. Da sind wir nicht. Okay, Frau Amorde. Und da kommen wir auch nicht hin. Dafür sorge ich. So, dafür sorge ich. Mhm. Das, sie sagen, es ist eine bürgerlich-konservativ-freiheitliche Partei. Schauen Sie, das war immer mein Ziel. Da wollte ich die AfD haben. Aber glauben Sie, dass das die AfD vor einem Jahr war? Dass sie da in der Drift war, war für mich auch offenkundig. Nochmal, Sie sagen hier sitzend, die AfD ist eine bürgerlich-konservativ-freiheitliche Partei. Und wenn sie abdriftet, dann, was ich vehement zurückweise, dann ginge es nicht mehr und dann verdient es dieser Partei auch nicht, gewählt zu werden. Zu dem Zeitpunkt muss Ihnen doch längst klar gewesen sein, auf welcher Reise diese Partei ist. Es gab in dieser Partei immer, und ich war derjenige, der es gesagt hat, was mir unglaublichen Ärger eingetragen hat, es gab in dieser Partei immer zwei Parteien in einer. Es gibt sie sogar heute noch, die bürgerlich-konservativ-freiheitlichen, die im Grunde genommen aus der ersten Ära der Entstehungsgeschichte der Partei kommen. Aber von denen sitzt doch da keiner mehr. Doch, da sind noch eine ganze Menge dabei. Die sitzen nicht in der ersten Reihe, weil sie sich das nicht getraut haben. Ich war der, der es sich getraut hat. Ich wollte das ursprünglich gar nicht, aber ich wurde dann 2015 in Essen. Ist eine eigene Geschichte. Ja. Ich habe das dann aber schließlich gemacht. Und es gibt die anderen, die am völkisch-nationalistischen Kurs sind, der für meine Begriffe völlig schräg ist und der nicht geht. Und genau in diesem Spannungsverhältnis lebt diese Partei seit Jahren. Herr Meuthen, okay. Nochmal, mit genau diesen völkischen Leuten sind Sie doch extrem lange mitgelaufen. Herr Lanz, ich habe das... Sie waren es, weil wir ihn gerade sehen, Björn Höcke. Den Parteiausschluss von Björn Höcke haben Sie verhindert. Weil er nicht geklappt hätte. Nicht, weil ich ihn nicht raushaben wollte. Ich habe... Wissen Sie, wenn Sie ein Partei... Sie wussten... Sie müssen es mich erklären lassen. Ja, lasse ich Sie gerne. Sagen Sie es einmal, aber ich habe danach direkt zwei Fragen. Gut. Wenn ich ein Parteiausschussverfahren anstrenge, und das habe ich etliche gemacht, ich habe es mit Kalbitz gemacht, mit seinen Wittgenstein, mit Gedeon und vielen anderen, die habe ich alle rausgekriegt. Das war oft auf Kante. Bei Kalbitz, das war eine hochknappe Geschichte. Mhm. Es ist alles so gekommen. In dem Höcke-Verfahren habe ich gesagt, das geht hochwahrscheinlich schief. Und wenn ein PAV dann, Parteiausschussverfahren, schief geht, dann sind Sie der Düpierte und derjenige, der ausgeschlossen werden sollte, steht als großer Sieger da. Nichts ist fataler als das. Darum habe ich davor zurückgescheut damals. Okay, das war der Punkt. Meine Frage, nur um das zu erklären. Meine Frage, okay, wenn Ihnen das so klar war, warum haben Sie damals nicht die Entscheidung getroffen, einfach auszutreten? Sie hätten sagen können, das, was da geredet wird, was der immer wieder von sich gibt, wie der immer wieder provoziert, auch jetzt wieder, alles für Deutschland, SA-Losungen. Ja. Und das, finden Sie unterirdisch oder nicht? Das ist komplett unterirdisch und indiskutabel. Der Mann weiß ja, was er sagt. Ja. Ich meine, der mag nicht die hellste Kerze auf der Torte sein, aber er ist Geschichtslehrer. Und dann weiß er, was alles für Deutschland heißt und dass das eine SA-Konnotation hat. Ja. Er hat am 2. Februar diesen Jahres im Erfurter Landtag davon gesprochen, dass die Impfpflicht, die übrigens auch abhängig ist, mit dem Holocaust verglichen. Mit Menschenversuchen von Dr. Mengele im Holocaust verglichen. Das ist nicht nur extrem dumm, das ist Aber das macht er ja nicht erst seit gestern. Hat er doch damals schon gemacht. Dieser Mann hat über Jahre hinweg widerwärtige Sachen gesagt. Weiß Sie sind mit ihm in einer Partei geblieben und haben damit auch diesen Flügel ihrer Partei gestärkt. Kenne ich doch alles viel besser als Sie. Ja, und dass Sie nicht ausgetreten sind zu einem früheren Zeitpunkt, dass Sie es jetzt tun, das liegt nicht daran, dass Sie plötzlich erkannt haben, dass es eine rechtsextreme Partei ist. Kümmern Sie sich doch mal um Ihre Partei, da haben Sie genug zu tun. Da hat sie einen Punkt. Sondern das liegt daran, dass Sie keine Machtperspektiven mehr hatten in dieser Partei. Das ist keine Frage von Rückgrat, keine Frage von Anstand, sondern eine Frage von Macht und diese Reihe.
Scheinwascherei, die Sie jetzt machen, nachdem Sie jahrelang Rechtsextreme in der Partei geduldet haben, die nimmt Ihnen niemand ab, Herr Meuthen. Also Sie nicht. Kümmern Sie sich mal um die gewaltaffinen Teile Ihrer Partei, aber das lassen wir hier mal weg. Komm. Das ist ja Whataboutism. Lass uns mal versuchen, ein bisschen sachlich zu bleiben. Aber die Frage ist doch sehr berechtigt, die Frau Lang gerade auf. Da müssen Sie mich aber, Herr Lanz, ausreden lassen und ich erkläre Sie. Ich habe es Ihnen übrigens schon mal erklärt. Ich lasse Sie. Aber ich mache das gerne. Ich habe gleich nochmal zwei Fragen. Ich mache das gerne nochmal. Ich bin ein unglaublich beharrlicher Mensch. Ich habe Ihnen gesagt, es sind zwei Parteien in einer. Und ich wollte tatsächlich eine bürgerlich-freiheitlich-konservative Alternative schaffen. Und ich habe diesen Versuch länger ausgehalten als andere. Ich habe 2018 gemerkt, die Geschichte wird kritisch. 2018. Kyffhäuser-Treffen. Letztes habe ich auch in dieser Sendung hier schon mal gesagt. Und dann habe ich den Hebel umgelenkt, anfangs vorsichtig und dann sehr, sehr entschieden. Aber Entschuldigung. Und ich bin vollständig ins Risiko gegangen. Ich habe für die Flügelauflösung gesorgt. Okay. Kalbitz raus, sein Wittgenstein raus. Über Kalbitz reden wir gleich. Das war eine wirklich harte Geschichte. Ja, über Kalbitz reden wir gleich. Und dann musste ich jetzt merken, und das ist der Punkt, warum ich jetzt ausrede, dass es keine Zukunft hat, weil ich letztlich ein Feldherr ohne Truppen war. Weil also machtlos. Machtlos. Ja, machtlos. Da habe ich ja kein Problem mit. Ja, okay. Ich räume auch frank und frei ein, dass ich gescheitert bin in dem Punkt. Ja? Okay. Ich finde es völlig abscheulich, sich sowas schön zu reden. Ich will aufrichtig sein. Ich habe den Versuch gemacht, diese Partei auf einen bürgerlich-konservativen Kurs zu bringen. Und ich bin darin gescheitert. Okay. Und als ich gesehen habe, ich bin darin gescheitert. Und das kriege ich auch nicht mehr repariert. Da bin ich gegangen. Nochmal, Sie haben ich eben habe es länger als anderer Versuch. Ja. Und in drei Herbert's Namen, dann möge man es mir vorwerfen. Alles in Ordnung. Frau Lindner zuckt schon die ganze Zeit. Sie dürfen auch sofort, Frau Lindner, weil Sie sich sehr intensiv auch mit der AfD immer wieder beschäftigt haben. Trotzdem eine Frage noch. Es war interessant, Sie sagten gerade beharrlich, was eine sehr positiv konnotierte Charaktereigenschaft ist. Und ich habe es länger als andere ausgehalten. Es war ein Aushalten. Sie können nicht in dem Zusammenhang mit Höcke denn sozusagen das Bild vermitteln eines Märtyrers, der es an der Seite von Herrn Höcke ausgehalten hat. Das funktioniert nicht. Sie hätten damals austreten können. Sie hätten sagen können, pass auf, den Knall kriegst du jetzt. Das mache ich nicht mehr mit. Das halte ich eben gerade nicht mehr aus. Ich trete als Bundesvorsitzender zurück, weil ich einen durchgeknallten Landesvorsitzenden habe. Herr Lanz, ich bitte Sie. Es ist ja nicht nur ein durchgeknallter Landesvorsitzender, sondern die große Richtung dieser Partei, die ist doch schon seit langer Zeit klar. Nach 2019 am Bundesparteitag eine 10-4 Mehrheit gehabt. Mit der habe ich all diese Dinge durchgebracht. Und das wird auch Frau Lindner nicht zurückweisen können. Das war anfangs sehr erfolgreich. Und dann sind, weil ich diesen Kampf sehr, sehr hart geführt habe, und das war sehr schmerzhaft, dann sind mir meine Leute von der Stange gegangen und dann habe ich keine Mehrheiten mehr gehabt. Exemplarisch, und das hat viel damit zu tun, warum ich als Parteichef da nicht mehr antrat. Helferich. Helferich-Entscheidung. Da habe ich 6-8 verloren. Genau. Können Sie das erklären Sie es? Ja, es ist eine interessante Personalie. Matthias Helferich, ist ein Anwalt aus Nordrhein-Westfalen, ist über die Landesliste Nordrhein-Westfalen jetzt 2021 neu in den Bundestag eingezogen, ist aber interessanterweise nicht Teil der Bundestagsfraktion. Er ist nicht eingetreten, nachdem er auffällig geworden ist durch Formulierungen wie ich bin das freundliche Gesicht des NS. Also Nationalsozialismus. Ja, der auch NS-Richter als seine politischen Vorbilder gesehen Freisler, hat. Ne? Freisler unter anderem. Was war genau die Formulierung im Zusammenhang mit Freisler? Sich in diesem internen Chat als demokratischer Freisler. Und wissen Sie, was demokratischer das pikant ist? Freisler. Diesen demokratischen Freisler haben die am Sonntag, jetzt vorgestern oder vor drei Tagen, in Nordrhein-Westfalen zum Landesschiedsrichter gewählt. Da stellen sie einen mehr oder minder bürgerlichen Vorstand hin und dann wählen die diesen Mann zum Landesschiedsrichter mit 52% also, an 200 Stimmen. Herr Meuthen, es ist ja interessant, wie viel innere Distanz Sie offensichtlich zu Ihrer ehemaligen Partei aufgebaut haben. Weil auch wenn man jetzt noch mal zurückgeht an diesen Punkt, wo wir eben waren, Anfang 2021, da lag ja schon das zweite Gutachten des Verfassungsschutzes, über 1000 Seiten, lag auf dem Tisch. Die AfD hat die Beobachtung nur dadurch verhindert, über juristische Schritte. Aber es war völlig klar, der Zustand dieser Partei war völlig klar. Nächster Schritt 2021 war April 2021,
Bundesparteitag in Dresden, Programmparteitag. Die AfD gibt sich das Bundestagswahlprogramm. Und spätestens ab diesem Punkt ist dann Björn Höcke aus der Kulisse gekommen, der lange Zeit so etwas wie ein Parteitagsphänomen war, der sich auf Parteitagen kaum eingebracht hat, aus Thüringen heraus agiert hat. Da ist er aus der Kulisse getreten und hat dieses Bundestagswahlprogramm in einer Form mitgeprägt, die einem wirklich die Spucke verschlagen hat. Und die Partei ist ihm gefolgt in ihren Mehrheiten. Und spätestens da wäre eine Möglichkeit gewesen zu sagen, es ist völlig klar, wo diese Partei hingeht, wohin die Reise geht. Ich möchte noch was sagen zu diesem Jahr 2018. Wenn Sie jetzt sagen, Herr Meuthen, und das ist das, was ich Ihnen tatsächlich unterstelle, dass Sie immer ein funktional-strategisches Verhältnis zu diesen rechten Parteigliederungen hatten, dass Sie immer versucht haben, diesen sogenannten liberalen Kurs zu verfolgen, auch im Sinne einer Wählerstimmenmaximierung. Nicht aus Überzeugung, sondern auch um Wählerstimmen abzugreifen. Was sagen Sie, das ist Politik? Ja, Politik ist Wählerstimmenmaximierung. Das machen alle Parteien, das ist Politik immanent. Ich möchte jetzt noch einen Punkt bitte ganz kurz machen. Nach diesem Kyffhäuser-Treffen sagen Sie, Sie haben Zweifel daran bekommen, wie es dort zugeht. Haben das vor allem damit begründet, wie dort gehandelt wurde, wie sozusagen die Performance war, dass dort Orden verliehen wurden, dass dort Fahnen getragen wurden. Falsches Pathos und so weiter, ja. So. Aber was machen Sie danach? Sie fahren dann im September 2018 nach Schnellroda zum Institut für Staatspolitik, dort in die Sommerakademie, halten eine halbstündige Rede zum Thema Europa und sagen dann am Ende dieser Rede, Sie möchten wieder für Europa antreten, Europa in Ihrem Sinne verändern und bitten dann dort um die Unterstützung dieser Leute. Schnellroda, muss man einmal kurz erklären, Ein Ort in Sachsen-Anhalt. Ist sozusagen Chiffre, also wenn man sagt Schnellroda, meint man damit das Institut für Staatspolitik, mittlerweile auch als rechtsextremistisch beobachtet. Der Verleger Kubitschek. Der Verleger Götz Kubitschek ist dort seit den Anfang der 2000er Jahre aktiv. Der Mentor auch dieser Partei ist. Ist Mentor von einigen in dieser Partei, vor allem Björn Höcke, Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt ist dort aktiv. Der dann zum Beispiel aber auch im Landtagswahlkampf Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr dort auf Parteiveranstaltung steht und dann quasi, mir kommt das vor, wie der Lehrer seinen Schülern dann zusieht, zum Beispiel wie Björn Höcke in Merseburg dann auftritt. Und ich glaube, das war auch der Auftritt, wo dann dieser Spruch alles für Deutschland dann auch gefallen ist, was jetzt wiederum mit als Schnellroda war, glaube ich, der Ort, wo Höcke über den lebenslustigen afrikanischen Ausbeutungstyp gesprochen hat. Das ist das geistige Zentrum dieser völkisch-nationalistischen Strömung. So, da haben Sie auch gesprochen. Ich bin da 2018, sie hat sogar das genaue Datum, sie haben das unheimlich präzise. Ja. Da war ich auf der Durchreise zum Landesparteitag irgendwo im Osten, ich glaube, in Sachsen-Anhalt. Und da habe ich da einen Stopover gemacht, habe eine kurze Rede gehalten. Ich war eine knappe Stunde da. Ich habe das immer gemacht. Und den Schuh ziehe ich mir auch nicht an, dass das verwerflich ist. Zufällig bei Götz Kubitschek vorbeigekommen. Sie glauben gar nicht, wo ich überall war. Ich habe alle Parteigliederungen besucht. Das ist nicht irgendwo, Herr Meuthen. Das ist nicht irgendwo. Das ist ein ganz besonderer Ort. Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes diese eine Stunde, die ich da einen Vortrag gehalten habe, um mir das mal anzuschauen. Und ich war nicht begeistert von den Baden, weiß Gott nicht. Sie haben um deren Unterstützung gebeten. Und Sie sind dann, und das könnte man, da könnte man die Zeitschiene vielleicht noch ein bisschen verlängern, November 2018, Aufstellung der Europaliste, unter anderem in Magdeburg, dann später in Riesa. Großartige Zustimmung, das heißt, sie konnten damit auch die Zustimmung von den extrem rechten Teilen, unter anderem auch des Flügels der Partei, sichern. Ob dieses Manöver da in Schnellroda was damit zu tun hat, ich glaube ja, sie haben es immer abgestritten. Aber definitiv. Genauso wie man gesagt hat, Kalbitz hat da mit mir die Liste ausgehandelt, das sind alles Märchen. Aber Kalbitz. Ich will ja aufrichtig sein. Der Punkt Sie haben einen guten Punkt mit Dresden im letzten Frühjahr. Denn das war für mich ein Punkt, da fing mein Abschied an. Und zwar nicht wegen Höcke. Höcke interessiert mich nicht. Mich interessiert. Nein, das ist eine luxuriöse Position dafür, dass er große Teile des Bundestagswahlprogramms. Lassen Sie mich nur ausreden. Mich interessiert das Bundestagswahlprogramm. Und wenn da Dexit drin steht, also der Austritt Deutschlands als Forderung aus der Europäischen Union, dann ist das ein Weg, den ich nicht mitzugehen bereit bin. Ich habe das Wort ergriffen. Ich habe massiv dagegen geredet. Es ist trotzdem gegen meinen Willen abgestimmt worden. Und dann merkt man, dass sich da etwas programmatisch verändert. Und dann merkt man auch, das kannst du nicht mehr mitgehen.
Und dabei ist mir, ehrlich, so ein Mann wie Höcke, 2018, der ist mir völlig schnurzepiep. Herr Meuthen, aber 2018, Kyffhäuser-Treffen, ja. Auch so ein symbolträchtige Veranstaltung. Kyffhäuser-Treffen, 2018 waren 16 dabei, 17 dabei, 18 das letzte Mal dabei. Genau. So. Da habe ich gesagt, hier gehe ich nicht mehr hin. Ja, genau. Sekunde. Sie haben in der Eingangsrede, wir haben einen kurzen Teil daraus vorbereitet, haben Sie Folgendes gesagt. Ach, jetzt kommt das. Ganz kurz. Ja, nein. Zum dritten Mal in Folge auf dem großen Jahrestreffen des Flügels. Und mit Freude stelle ich fest, dass das anders als beim ersten Mal inzwischen ein hohes Maß an Selbstverständnis hat. So habe ich es mir immer gewünscht, dafür habe ich gearbeitet und so ist es gekommen. Es hat sich gelohnt, dafür zu kämpfen. So. Oh. Kyffhäuser-Treffen. Mhm. Und wir haben das schon mal besprochen hier in der Sendung. Das haben wir schon mal eingespielt. Genau. Das haben wir schon in 100 Sendungen. Ich weiß, aber wichtig ist die Chronologie. Also muss man auch fair sein. Das war sozusagen vorher. Kurz danach tritt Kalbitz auf und sagt Folgendes. Genau das muss man sich da mal anhören. All die Glücksritter, Sozialsystemimperialisten, wollen wir gar nicht integrieren. Wir wollen die gar nicht integrieren, wir wollen die remigrieren. Masseneinwanderung ist Messereinwanderung. Ich stelle mir das vor, wir gründen so eine Never-Come-Back-Airline. Und ich bin auf dem Flug nach irgendwo. Und ich bin ganz sicher, wir kriegen den Flieger voll mit den Claudia Roths, den Cem Özdemirs und wie sie alle heißen. Denn eines... Denn eines ist klar und unmissverständlich. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Genau. Und Herr Lanz, die Chronologie ist wichtig. Danach kam übrigens Höcke, das wurde noch krasser. Genau. Er hat auch ein paar Dinge rausgehauen. Und da habe ich ich habe den Versuch gemacht. Und dann muss ich mit dem Vorwurf leben. Ich habe versucht, diese Strömung zu integrieren. Ich habe sie anfangs unterschätzt. Ich habe andere Dinge nicht unterschätzt. Gedeon habe ich sofort kapiert. Deswegen habe ich 2016 sogar die Fraktion in Stuttgart gespalten, weil ich gesagt habe, ich setze mich nicht mit einem Antisemiten in eine Fraktion. Weil ich das sofort verstanden habe. Bei denen habe ich gedacht, das ist eine harmlose Geschichte. Und das sah 2016, 17, das waren sogenannte Freundestreffen, auch anders aus. Da wurde das richtig krass. Und glauben Sie mir, als ich im Auto saß und da wegfuhr, habe ich gesagt, die Rede hättest du besser nicht gehalten. Denn was dann kam, das war genau das, was Sie da gerade eingespielt haben. Und da habe ich gesagt, jetzt lege ich den Hebel um. Das heißt, das verurteilen Sie? Na, aber natürlich verurteile ich das, da gibt es nur eins. Herr Meuthen, aber das passt überhaupt nicht zusammen. Also, weil dann, es geht ja noch weiter in der Zeitlinie. Naja, 2019, interessantes Jahr für die AfD. Erst die Europawahl, die so halbwegs, die eigentlich eher mittelmäßig ausgegangen ist. Da konnte man die Kernwähler mobilisieren damals im Mai 2019. So, dann aber kam der Herbst. Das waren die drei Wahlen in Ostdeutschland. Das war Sachsen und Brandenburg am 1. September. Naja, Sie sind aufgetreten in Cottbus, 13. Genau. Juli. Für diesen Kalbitz, den wir gerade gesehen haben. Sozusagen, Sie haben für Kalbitz Wir haben es vorbereitet. Lass uns einmal kurz reinhören, weil das ist interessant. Wenn Sie es gerade ansprechen, wir haben es da. Lass uns einmal kurz reinhören. Mit Andreas Kalbitz habt ihr hier in Brandenburg einen ziemlich harten Hund als Spitzenkandidat. Das ist ein Applaus wert. Einen, der den hier schon viel zu lange regierenden Kräften im Landtag in Potsdam schon lange Stachel im Fleische ist. Das ist schwierig hier mit meinen Unterlagen bei dem Wind. Und ich glaube, das wird ja nach der Wahl noch viel mehr sein, in welcher Rolle auch immer. Ein Politikprofi. Aber einer im guten Sinne, das gibt es nämlich auch, denn er steht für klare Inhalte und kämpft gegen massivste Widerstände für die Bürger seiner Wahlheimat hier in Brandenburg. Herr Meuthen, das kriege ich nicht zusammen. Mhm. Sie sagten gerade, ich bin nach Hause gefahren und dachte, nie wieder, weil Sie entsetzt waren über das, was Kalbitz ein Jahr vorher sagt. Und ein Jahr später stehen Sie bei ihm auf der Wahlkampfveranstaltung. Ich muss ein Stück weit als Parteivorsitzender Wahlkampf machen. Und da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, dass ich über Andreas Kalbitz erschrecke. Wer, Herr Lanz, wer hat dafür gesorgt, dass Kalbitz nicht mehr in der Partei ist? Man könnte sagen, die Kollegen vom Spiegel, die nämlich sein Vorleben veröffentlicht haben und da vielleicht mal eine Lanze für die Kollegin zu brechen. Also da sind Sie ja nicht von selber drauf gekommen. Frau Lindner,
da bin ich auch nicht von selber drauf gekommen, sondern ich habe mir das dann sehr genau angeschaut. Und als das offen lag, und das war für mich im Januar 19, wenn wir schon hier, Entschuldigung, 20, ja, im Januar 20. Und dann bin ich diesen Weg gegangen. Und Sie werden vielleicht eine vage Vorstellung haben, wie schwer das in der Partei war. Das verstehe ich alles. War ein Big Player in der Partei. Da fehlt mir aber tatsächlich das Mitleid. Also Herr Meuthen, die Nummer... Ich will gar nicht mehr mitleidet werden. Sie da, ich habe meinen Kampf gekämpft, ich habe ihn verloren, ist gut. Ich brauche kein Mitleid. Da, aber nochmal zum Verständnis nochmal. Also Kyffhäuser treffen, der redet da, was er redet. Und ein Jahr später treten Sie bei ihm auf. Ja. Loben ihn sogar, sagen, das ist einer im guten Sinne. Ja, ja. Nochmal, das ist eine Wahlkampfsituation. Aber Sie verstehen das selber nicht, oder? Doch, ich verstehe das. Das kann man ja auch jetzt hier nicht erklären. Man müsste dann in die genauen Termine reinschauen. Und dann sehen Sie, dass ich da sehr wenig Termine gemacht habe. Und ich habe bewusst sehr wenig Termine gemacht. Das ist egal. Es geht darum, was man da sagt. Ich die Entscheidung, Herr Meuthen, Entschuldigung. Auch Herr Meuthen, das verstehe ich auch nicht. Sie waren in Sachsen. Ich lasse das Argument, dass Sie als Parteivorsitzender sozusagen das Spiel mitspielen müssen. Das ist ja eine Entscheidung, die Sie treffen. Ich sage das, ein Stück weit muss man es mitspielen. Das verstehe ich. Das ist so. Ja. Aber die Entscheidung, auf diese Bühne zu gehen und Satz 1, 2, 3 und 4 zu sagen, die treffen Sie ganz allein. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Herr Lanz, was soll ich da sagen? Ja, nichts. Soll ich da sagen, ich halte ihn für einen ganz üblen Zeitgenossen? Entschuldigung, das kann ich nicht tun. Okay, ja? Okay, dann habe ich eine letzte Frage, Herr Meuthen. Eine letzte Frage habe ich. Sie haben sich ja immer sozusagen als die bürgerliche Stimme innerhalb dieser Partei ein bisschen auch inszeniert. Und es war ja auch gefährlich, wenn einer wie Sie, sozusagen der eloquente, intellektuelle, brillante Professor, wenn der das sozusagen verteidigt, wenn der Teil dieser Partei ist, dann ist das ja durchaus attraktiv für den einen oder anderen Wähler, der sonst vielleicht mit so unappetitlicheren Gestalten, die es da auch gibt, nichts zu tun haben möchte. Das ist Ihr Teil der Verantwortung. Und ich erinnere mich, ich sage Ihnen, wann das für mich gekippt ist, für jemanden, der da von außen drauf guckt. Ich habe Sie wahrgenommen, ich weiß noch, das allererste Mal in einer Sendung mit Frank Plasberg, Hart aber fair. Und dachte, das war eine völlig andere Situation. Dachte, interessantes Gespräch und der kommt aus der Wirtschaft, ist ein interessanter Mann. Und dieser selbe Mann sagt irgendwann plötzlich, dieses links, rot, grün, schwarz, versiffte Milieu. Und feiert sich dann auch noch später dafür in einem Interview, dass er das quasi erfunden hat. Das habe ich nicht verstanden. Da dachte ich, da ist jetzt auch mit Herrn Meuthen irgendwas passiert. Also das war, ich habe das in der Tat zum geflügelten Wort avanciert. Das stand überhaupt nicht in meinem Redeskript. Aber Sie haben es gesagt. Das ging zurück auf eine Äußerung von Außenminister Maas damals, der gesagt hatte, die wollen ein anderes Deutschland. Und wenn ich das Deutschland der Grünen und der SPD sehe, das Linksgrüne, das wollte ich nicht. Aber es geht um die Formulierung. Ja, und da habe ich gesagt, die Originalformulierung lauterte, dieses links-rot-grün verseuchte 68er Deutschland, das wollen wir nicht. Ja, und dann dieser rote Marsch dann kam durch die Institution. Und so weiter. Und dann habe ich im Nachgang gesagt, man könnte auch versifft sagen. Genau. So. Und damit meine ich etwas Konkretes. Sie stehen immer noch Herr Lanz, dazu? Herr Lanz, ich bin stockkonservativ. Ich bin konservativ freiheitlich. Und was in diesem Land passiert, schockiert mich zutiefst. Und ich halte diesen Satz so für okay. Zu diesem Satz stehe ich, weil das ist nicht das Deutschland, was ich möchte. Okay. Ich möchte ein bürgerliches Deutschland. Ich möchte ein freiheitliches. Ich möchte ein marktwirtschaftliches. Ich möchte eins, in dem konservative Werte eine Bedeutung haben. Sie verstehen meinen Punkt. Das ist mir ne? wichtig. Mir geht es nicht um die Position. Aber mir? Nein, es geht um die Sprache. Es geht um die Sprache. Ja. Es geht um diesen Tabubruch, plötzlich diesen Sound zu etablieren, zu versifft. Links, rot, grün, versifft. Dieses verächtlich machen. Und sich dafür zu feiern. Herr Lanz, das ist das, was, hier muss man wirklich differenzieren. Was geht man mit? Position ist das eine. Und was geht man nicht mit? Nur die Sprache. In der Sprache muss man auch mal hart polemisch werden können. Kann man. Bei mir hört es verächtlich machen. Genau das ist der Punkt, das ist das Wort, das ich suche. Es ist kein verächtlich machen. Ich verachte niemand. Ich habe völlig andere Positionen als Frau Lang. Ja, das ist völlig legitim. Aber ich verachte sie nicht. Ich verachte Herrn Habeck nicht und Frau Baerbock und wie sie alle heißen. Ich verachte niemanden. Sie gehen demnächst zu den Grünen oder was? Bitte? Sie treten. Entschuldigung. Nein, ich trete denen nicht bei. Ein verrückter Gedanke. Der ist in der Tat verrückt. Ja. Das garantiere ich Ihnen niemals passieren. Okay. Weder nehmen die mich auf. Aber Sie verstehen meinen Punkt, ne? Es ist, wenn es ganz verächtlich machen geht. Für mich ist das kein verächtlich machen. Das ist eine harte Polemik, ja, aber nicht verächtlich machen. Okay. Ich habe aber in jüngster Zeit
in der AfD verächtlich machen erlebt. Der Hilse, der da oben sagte, ich verachte sie zur Richtung Habeck runter. Das ist der Sound, den ich nicht mag. Und noch Schlimmeres ist mir in Brüssel widerfahren mit einem Menschen aus der Delegation, der ich vorstand, der sich da in widerlichster Weise äußerte über den gerade eben erst verstorbenen Präsidenten Sassoli. Das ist menschenfeindlich. Er sagte nach dem Tod dieses Mannes oder schrieb in einem Chat, wo war das? Das war ein interner Chat und ich habe da Telegram, maximal und sofort schnell interveniert. Er hat geschrieben, endlich ist das Dreckschwein weg. Und das über einen Menschen, der vor 9 Stunden verstorben ist. Aber nochmal, eine Frage noch, Herr Molchi, bitte um kurze Antwort. Wirklich nur, das interessiert mich nur noch. Machen Sie sich an dem Punkt den Vorwurf, dass Sie sozusagen diese Sprache da reingebracht haben? Nein, habe ich nicht. Das haben andere getan. Okay. Definitiv.